Du willst wissen, wie du gerade nach dem Wipe in weniger Zeit mehr Progress machst? Spielst Starcraft zwar nicht zum ersten Mal, brauchst aber vielleicht nochmal einen Schub fürs Gedächtnis, um wieder klarzukommen? Oder stehst ziemlich frisch vor diesem komplexen, aber atemberaubenden Game und brauchst ein paar Tipps, die dir das Leben in Tarkov erleichtern? Dann bleib dran! Los geht's, direkt nach dem Intro! Dieser Guide ist an sich für alle, er richtet sich aber gerade an die Leute, die Tarkov auch nicht zum ersten Mal spielen, aber eher weniger Zeit haben zu zocken oder die, die einfach das meiste aus der investierten Zeit rausholen wollen. Ich selbst verbringe neben der Arbeit, Videoschneiden und so weiter für YouTube etc. so meist 8 bis maximal 12 Stunden die Woche in Tarkov. Dass das jetzt nicht massig viel ist, fällt schnell auf, aber ich denke, vielen geht es ähnlich. Und gerade für euch habe ich hier einige Tipps, die euch und gerade eurem PMC optimaleren Progress in kürzerer Zeit des Wipes bringen. Natürlich kommen hier auch Tipps, die dem einen oder anderen vermutlich bekannt vorkommen. Allerdings richte ich mich ja auch an die Leute, die vielleicht eine Pause gemacht haben, eher noch in den Startlöchern stehen oder gerade für die, die einfach eine Auffrischung brauchen oder ein Gedächtnis und schon wieder vergessen haben, dass dies oder das wichtig sein könnte. Als allererstes nach dem Wipe starten wir mit unserem Beginner-Stash. Je nachdem halt, welche Version von Tarkov ihr erworben habt, habt ihr mehr oder weniger im Stash. Habt an dieser Stelle aber keine Scheu und benutzt das gute Gear gleich am Anfang. Gerade bei Wipe Start bringt es euch noch am meisten Vorteile, eine gute 4er-Armor anzuziehen, da die meisten erstmal mit eher schlechtem Gear und vor allem noch schlechter Munition rumlaufen, wovor euch gerade die Armor etc. da noch gut schützen kann. Bevor wir jetzt aber in den ersten Raid reinstarten, nehmen wir unsere Quests bei den Tradern an, auf die wir uns fortan konzentrieren, um XP und natürlich auch Trader-Loyalty zu bekommen. Wenn wir gleich bei den Tradern sind, prüft direkt die Gegenstände, die für euch noch ausgegraut sind. Einmal für die XP, damit ihr schnell Level 2 werdet und direkt den Trader Jäger freischaltet und die Quests bei ihm annehmen könnt, damit ihr an den Items im Raid nicht unnötig Zeit dafür verschwendet. Macht euch auch gleich am Anfang das Wiki mit den Items, die ihr für den Ausbau vom Hideout braucht oder die, die halt found in Raid sein müssen. Packt euch das am besten auf einen extra Bildschirm oder druckt's euch aus, wenn ihr keine andere Möglichkeit habt. Des Weiteren plant eure Raids für die Quests, wenn ihr noch einfach keinen Plan habt, was genau ihr machen sollt oder wenn ihr euch einfach nicht so sicher seid mit den Orten etc. In dem Fall sind die Offline-Raids gerade für Anfänger auch eine gute Möglichkeit, die Gegend von der Quest erstmal zu erkunden und euch da einfach handlungssicherer zu machen. Kleiner Tipp hier noch, die Anfangsquests hat bei Wipestart jeder. Also logisch, dass ihr am Zielort auf andere PMCs stoßen werdet. Also rusht nicht gleich zum Ziel, lasst euch am Anfang ein wenig Zeit, lootet in der Umgebung und seid nicht das erste Huhn, das geschlachtet wird. Gerade die ersten Minuten sind wichtig. Schafft ihr es, in den ersten Minuten zu überleben, ist die Wahrscheinlichkeit auch umso größer, dass ihr den Raid lebend verlasst, was in erster Linie immer euer größtes Ziel sein sollte. Meidet also gerade am Anfang des Raids die beliebtesten Loot- und Quest-Spots, wenn ihr Fights noch aus dem Weg gehen wollt. Schmeißen wir hier mal eine wichtige Investition ein. Das wichtigste Case für den Anfang ist die Scuffbox. Habt ihr eine Mille übrig? Geht zu Therapist, gönnt euch den Case, sobald ihr könnt, und die Platzprobleme sollten besser werden und euch vor allem das Horten der ganzen Items auch einfacher gestalten. Gerade für die, die vielleicht nicht unbedingt die Edge of Darkness Version, sondern die kleineren Versionen haben, haben eh noch ein bisschen Probleme mit dem Stash, weil er natürlich nicht in voller Größe ist. Das dauert alles eine Weile. Und hier kann gerade das Scuff Case echt helfen. Nächster Tipp aus meinen Erfahrungswerten, den einige vermutlich jetzt mit hochgezogenen Augen bombardieren werden. Geht als PMC in die Raids und nicht andauernd als Scuff. Nee, gleich mit den Augen rollen. Natürlich bietet das auch Vorteile, aber da kommen wir gleich zu. Sicher ist der Scuff eine super Möglichkeit, Loot zu farmen etc. Aber gerade für die Casual-Player, die relativ wenig Zeit für Tarkov haben, ist das vergeudeter Progress, der unserem PMC immer weiter hinterherhinken lässt. Loot-Raids lassen sich auch als PMC laufen und bringen euch gerade was die Skills und XP angeht weiter voran, selbst wenn ihr sterbt. Geht euch wirklich mal das Equip aus? Dann klar, geht als Scuff rein, nutzt dann dieses Loadout mit eurem PMC und macht weiter mit euren Quests etc. Glaubt mir, das bringt euch zeitlich einen enormen Vorteil, denn viele wichtige Quests und gerade der Flayer-Markt schalten sich erst ab einem bestimmten Level frei, auf die ihr dann warten dürft, weil ihr lieber als Scuff Loot gehortet habt, das euch erst dann weiterbringt, wenn euer PMC auch so weit ist. Desto eher ihr vom Level aufsteigt und die Trader auf einem höheren Level habt, desto eher beginnt auch die Zeit, in der ihr den guten Shit bekommt und noch mehr, noch schneller so ausgestattet sein könnt, wie ihr das möchtet. Wenn ihr natürlich andere Ziele verfolgt, wie zum Beispiel euer Vermögen zu maximieren und der Progress nicht so übertrieben wichtig ist, dann sind Scuff Runs sicher auch eine gute Sache. Auch noch wichtig, setzt euch Ziele in den Raids und versucht nicht 1000 Dinge in einem Raid zu erledigen.
Als Beispiel, ihr braucht für eine Quest Scuffkills, nebenher Loot für den Hideout und für eine andere Quest sollt ihr ein Quest-Item besorgen, wofür ihr aber zwingend den Raid lebend verlassen müsst. Ihr habt jetzt im Raid das Quest-Item besorgt, dann konzentriert euch jetzt lieber drauf, den Raid lebend zu verlassen, als noch ewig nach Scuffs zu suchen oder die ganze Map zu looten. Geht lieber dann nochmal in den Raid und konzentriert euch auf das nächste Ziel. Denn glaubt mir, ihr werdet noch oft genug auf die Maps für die Quests geschickt, wobei sich Scuffkills etc. von selbst ergeben. Auch wenn das Zocken mit Freunden super Bock macht und auch für mich eher die spaßigere Variante ist, tut euch einen Gefallen und gönnt euch immer mal wieder auch Solo-Raids. Ihr entwickelt so besser euren eigenen Spielstil, lauft nicht Gefahr, immer nur am Hintern eures Mates zu kleben oder ihnen nachzuahmen. Werdet vor allem auch sicherer mit der Orientierung und in Situationen, bei denen eure Mates vielleicht schon tot sind. Seinen eigenen Spielstil zu finden und gerade auch Situationen selber besser bewerten zu können mit dem, was man als nächstes tut, ist umso wichtiger für das ganze Play, gerade auch später, wenn ihr als Gruppe unterwegs seid. Denn es gibt nichts Schlimmeres als eine Gruppe, am besten von 5 Leuten, die so eng aufeinander hängt, dass eine Nate euch alle tötet oder am besten schon ein guter Spray 3 von euch wegholt. Seid auch gleich von Beginn an schlau. Jedes Item bringt Geld und jeder leere Slot ist verschwendet. Lasst also nichts liegen, wenn ihr noch Platz habt. Alles kann bei den Tradern verkauft werden, was ihr nicht gerade für Quests oder den Hideout benötigt. Was uns natürlich auch bei unserem Reichtum weiterbringt, aber auch bei den Tradern, denn auch hier müssen wir ja schon gewisse Beträge investiert haben, um die nächsthöhere Stufe bei ihm zu erreichen. Ob wir da Items bei ihm gekauft oder verkauft haben, ist völlig egal. Achtet dabei aber bitte noch auf die Reihenfolge der Trader beim Verkaufen, die ist wichtig. Wer sie noch nicht kennt oder bisher übersehen hat, wir fangen auf jeden Fall mit Ragman an. Alles, was er von euch kauft, ist auch gleich am besten bezahlt. Und so geht's dann weiter. Ragman, dann Therapist, dann Mechanic, dann Peacekeeper, Jäger und zum Schluss Fans. Hier aber bitte aufpassen. Fans bezahlt am schlechtesten und kauft tatsächlich auch nur den Mist, den kein anderer Trader verkauft. Schaut hier also zweimal, ob ihr den Item vielleicht bei einem anderen Trader zuvor nicht übersehen habt. Für die Casual Player mit eh schon weniger Zeit ist hier demnach natürlich der Hideout auch extrem wichtig, um Items zu produzieren, die wir vielleicht nur selten in den Raids finden, zu denen wir kommen oder um einfach auch passives Einkommen zu generieren. Es gibt viele Möglichkeiten, unser Vermögen durch die Produktion und den Verkauf verschiedener Items nebenher auf dem Flea-Markt zu generieren. Denn es gibt Items, die werden immer gebraucht und kosten euch in der Produktion vielleicht ein Viertel von dem, was es euch am Ende auf dem Flea-Markt einbringt. Hierzu müsst ihr natürlich den Markt ein wenig beobachten, welche Items sich dafür aktuell eignen. Als kleiner Tipp, meist schießen die Preise nach oben, wenn weniger Leute spielen, schräger online sind und demnach auch weniger nachliefern können. Trifft nicht auf jedes Item zu, aber ihr werdet das auch schnell beobachten können. Ihr solltet also ein wenig beobachten, ob es mehr Sinn ergibt, euer Item eher unter der Woche oder am Wochenende einzustellen und auch, ob eher nachts oder am Tage. Differenziert hier aber, welcher Ausbau vom Hideout auch wirklich aktuell einen Nutzen bringt. Wenn ihr mit den Waffen und Attachments schon so viel Erfahrung habt, dass ihr zum Beispiel den Schießstand kaum benötigt, dann lasst ihn doch erstmal weg und spart euch die Ressourcen. Das ist natürlich Ansichtssache, das muss jeder wissen, wie er es selbst macht. Ich habe es teilweise weggelassen und habe ihn nicht unbedingt vermisst. Wer sich natürlich auch noch wenig damit auskennt, sollte nicht darauf verzichten, um erstmal das Handling etc. checken zu können. Die Offline-Raids würden sich für das Testen vom Handling der Waffe auf jeden Fall auch anbieten. Aber ich denke, es ist klar, worauf ich hinaus möchte. Und auch noch ganz wichtig, seid nicht idiotisch geizig. Desto weiter wir in den Wipe kommen und jeder seinen Fortschritt macht, desto besseres Gear und Munition wird gespielt. Nur weil ihr noch eine 2er oder 3er Armor rumliegen habt, macht es nicht gleich Sinn, erst die zu nutzen, um sich bessere aufzusparen, was allgemein schon Quatsch ist. Wofür spart man sich Gear auf? Für den nächsten Wipe? Dass man sagen kann, man hatte 100 Slick-Armors, die man nie benutzt hat und dann wieder weg sind? Nehmt ruhig das beste Gear. Es bringt euch auch am meisten, gerade solange noch nicht jeder an die beste Munition rankommt. Eine gute Faustregel ist trotzdem, wenn ihr in den Raids feststellt, dass die meisten zum Beispiel mit Munition rumlaufen, die 3er-Armors durchdringt. Nehmt wenigstens 4er-Armors, denn die Masse spielt noch schlechtere Munition, sodass die 4er-Armor da tatsächlich noch ganz gut reinpasst und euch schützt. Und wenn die meisten mit einer 4er-Armor rumlaufen, nehmt Munition, die auch 4er Armor easy durchbohrt, wenn ihr könnt. Hier an dem falschen Ende zu sparen, kostet euch nur den Raid und die Zeit. Kommen wir zum nächsten Punkt. Verliert nicht unnötig Zeit, in denen ihr euch an Quests festbeißt. Konzentriert euch da lieber zwischendurch auf andere Quests, bis euch vielleicht noch ein Mate unterstützen kann. Shooter Born in Heaven ist da ein gutes Beispiel. Ich höre oft, dass viele dran sitzen und ewig nicht weiterkommen, dabei aber noch so viele Quests offen haben, bei denen sich das auch ergeben könnte. Die Hälfte meiner Shooter Born Kills auf den Maps sind zum Beispiel nebenher passiert, ohne es zu forcen oder mich unter Druck zu setzen und am Ende doch nur Zeit zu verlieren. Also setzt euch nicht unnötig unter Druck und switcht einfach mal die Quests, wenn es bei einer nicht vorangeht.
Ja, und konzentriert euch auf Waffen, mit denen ihr gut umgehen könnt und für die ihr auch brauchbare Munition bekommt. Benutzt diese und baut euer Skill-Level für die Waffengruppe damit aus. Ausprobieren zwischen allen Waffen könnt ihr euch noch früh genug, sobald ihr dann auch brauchbare Munition dafür habt. Welche Munition gut ist, um durch welche Armor zu kommen und so weiter, habe ich euch einmal in die Videobeschreibung gepackt. Findet ihr aber auch alles auf meinem Discord, auf dem ihr immer herzlich willkommen seid. Baut euch Waffen-Presets. Egal ob Low-Budget oder Meta, habt Presets für die Waffen, die ihr spielt und spart euch die Zeit, alles jedes Mal einzeln umzumodellieren. Haut Waffen, die ihr nicht spielt, weg, anstatt sie ewig zu horten. Ich sehe viele, die ihren Stash oder die Waffenkisten voll haben mit Waffen, die sie irgendwann mal spielen wollen und die am Ende doch nur rumliegen, Platz wegnehmen und so hätten Geld bringen können. Ganz am Anfang, wenn euer Hideout noch eher einer Tropfsteinhöhle ähnelt, könnt ihr die Option Modding und Edit Presets noch nicht nutzen. Hier könnt ihr aber, wenn ihr auf die Waffe rechts klickt und die Option Linked Search verwendet, zumindest schon da einmal sehen, welche Attachments euch die Trader bis dahin für die Waffe bereits passend verkaufen. Aber wundert euch nicht, das sieht am Anfang trotzdem ziemlich mau aus. Dass Escape from Tarkov gerade auch durch seine Sounds und die Atmosphäre heraussticht, sollte vielen schon aufgefallen sein. Umso wichtiger ist natürlich dann auch das Hören und Orten von Geräuschen in Tarkov. Versucht also die Kopfhörer, mit denen ihr in-game spielt, also nicht die, die ihr jetzt aufhabt oder was auch immer, sondern die, die ihr in-game aufsetzt, nicht andauernd zu wechseln, da der Klang doch oft stark variiert und euch jedes Mal falsche Infos geben kann. Versucht deswegen Kopfhörer zu finden, mit denen ihr für euch gesehen gut hört, und versucht bei denen zu bleiben, euch dran zu gewöhnen und so zunehmend auch die Geräusche wesentlich besser wahrnehmen und orten zu können. Und nun ein Punkt, den die meisten schon nutzen, aber gerade die Anfänger vielleicht noch nicht ganz auf dem Schirm haben. Nutzt die Versicherung. Ihr könnt euer Gear versichern, bevor ihr in den Raid geht. Warum ist einfach? Ihr findet zum Beispiel gleich gutes Gear im Raid oder sogar besseres. Dann versteckt eures irgendwo gut und tragt dann das Gefundene. Die Versicherung kommt wieder und solltet ihr den Raid nicht überlebt haben, habt ihr dann quasi nichts verloren. Und vor allem müsst ihr nicht zweimal Gear mit euch rumschleppen. Und solltet ihr es mal nicht zeitig aus dem Raid schaffen, schmeißt euer Gear vorher weg, bevor ihr Missing in Raid seid, denn habt ihr bei Ablauf der Zeit das Gear, was versichert war, noch an, kommt auch dieses nicht mehr zurück. An dieser Stelle kommen wir jetzt zu ein paar alten Tipps, nochmal kurz zusammengefasst für die, die sie vielleicht einfach nicht mehr auf dem Schirm haben oder halt auch die, die sie noch gar nicht kennen. Nutzt Keybinds, also legt euch eure Mats auf die Schnelltasten, sie sparen euch oft genau die Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden im Fight. Ich vergesse das auch heute immer mal wieder und bereue es in einem Fight dann sehr schnell. Essen und Trinken im Raid, immer und überall, wenn ihr könnt, um Metabolism zu skillen. Wenn ihr Hydration und Energy natürlich schon wieder auf 100 habt, wartet mit dem Essen, bis ihr wieder einige Punkte verloren habt, sonst bringt's nichts. Egal ob der Loot schlecht ist, wenigstens kurz in den Rucksack packen oder anlegen und dann wieder wegschmeißen, um Charisma zu leveln. Heilen, immer über die Items wie Grizzly oder Saleva, um zu skillen, denn die Heilung gegen Bezahlung bei Therapist am Ende des Raids levelt die Skills nicht. Sprinten, wenn möglich, am Anfang des Raids einmal komplett durch, um Endurance zu skillen. Ansonsten immer kurz vorm roten Bereich aufhören, da sonst halt ein höherer Energieverbrauch kommt und es länger dauert, bis die Stamina sich wieder regeneriert. Auch springen und überladen rumlaufen, um Stärke zu skillen. Natürlich auch im Hideout das Bankdrücken nutzen. Einmal täglich, zwei Durchgänge sind möglich. Und wenn ihr mit einer Repetiererwaffe rumlauft, weil ihr einfach snipen wollt oder sonst irgendwas, nebenher nachladen, das levelt auch euren Sniper-Skill. Leichen, auch gelootete, egal ob PMC oder Scuff, immer wenigstens kurz antatschen, das bringt XP. Euer bester Freund, was die Pre-Meds angeht, ist meiner Meinung nach Golden Star. Einmal natürlich, wie gesagt, zum Pre-Medden vor einem Fight oder gerade dann, wenn euch mal Essen und Trinken ausgeht, weil ihr kriegt kurzzeitig wieder Hydration und Energy-Punkte zurück. Falls es euch mal ausgeht und ihr noch zum Exit schaffen müsst, ist das eine super Lösung. Jetzt noch zwei Punkte zum Handling eures PMCs. Nutzt die Tastenkombi linke Alt plus W oder S, wenn ihr im Anschlag seid, um die Position wieder zu lösen. Tut ihr das wieder über die Rechtsklick, macht ihr Sounds, die der Gegner lauter hören kann, als euch manchmal bewusst und vor allen Dingen lieb ist. Mit der Tastenkombi linke Alt plus W oder S erreicht ihr dasselbe, nur geräuschlos. Und last but not least kommen wir zum Peaken, also zum Lehnen an einer Wandkante etc. Hier gilt immer noch, Right Peak ist das einzig wahre, zumindest solange in Tarkov noch nicht wählbar ist, in welcher Hand wir die Waffe tragen. So tragen wir sie aktuell immer rechts und deswegen immer nach rechts lehnen. Ihr gebt so dem Gegner im Vergleich zum Left Peak wesentlich weniger Körper als Angriffsfläche zu sehen. Beim Left Peak im Vergleich würden wir, bis wir selbst etwas sehen, vorher schon unsere linke Seite samt Oberkörper zeigen und könnten nicht mal wirksam das Feuer erwidern, weil die Waffe dadurch, dass wir sie rechts tragen, immer noch hinter der Wand hängt im schlimmsten Fall.
So, meine Freunde, damit habe ich euch erstmal die meiner Meinung nach wichtigsten Dinge mit auf den Weg gegeben. Ich hoffe, euch bringen die Tipps ein wenig weiter, helfen den weniger Erfahrenen gerade am Anfang oder haben einfach nochmal das Gedächtnis unserer Alteingesessenen etwas aufgefrischt. Natürlich gibt es noch viele Punkte, die man ansprechen könnte, denn Tarkov ist so komplex, dass man damit gefühlt Bücher füllen könnte. Sollte euch hier was enorm Wichtiges fehlen, lasst es mir gerne in den Kommentaren und helft so vielleicht auch anderen, die auf der Suche nach noch mehr Tipps und Erfahrungswerten sind. An dieser Stelle würde ich mich natürlich über ein Feedback von euch freuen und auch über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut auch gerne auf meinem Discord vorbei oder im Livestream, würde mich sehr darüber freuen. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und nun genug von meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und sage bis zum nächsten Mal.